Lieber nochmal auf dem Motorrad fotografiert werden oder bei Let's Dance mitmachen? Ja, bei Let's Dance. Abendessen mit Freddy Bobic oder mit Krasimir Balakow? Ah, das ist unfair. Aber ich sag so, mit Freddy Bobic. Worauf muss man beim Betrieb einer Rinderfarm achten? Was muss man achten? Ob Wasser da ist für die Rinder. Das ist ganz wichtig. Giovanna Elber steht ja für der junge Elber. Wie würdest du dich heute mit fast 50 Jahren nennen? Immer noch der Junge. Und so werde ich, glaube ich, auch mit 60, 70 so bleiben. Welches Tor aus deiner Karriere würdest du gerne nochmal schießen? Gegen Real Madrid 2001, Hauptfinale in Champions League. Weil das war ein ganz wichtiges Tor für uns. Wer hat das schönere Trikot? Der FC Bayern oder die Seleção? FC Bayern, klar. Der schönste Ort in München ist? Ich sag mal Schwabing, bei mir zu Hause, da ist wunderschön. Dein Ritual vor dem Spiel? Es war immer so, die erste, die rechte Socken anzuziehen und dann die rechte Schuhe und dann geht man sofort auf den Platz. Was wäre deine Stärke als Basketballer? Basketballer, meine Stärke? Puh, gute Frage. Ich habe mal als Kleiner habe ich wirklich versucht Basketball, aber ich habe sofort gemerkt, also das ist nicht mein Ding. Ich kann das nicht beantworten. Welcher Mensch beeindruckt dich? Welcher Mensch? Oh, es gibt schon ein oder andere. Aber ich sage mal so, Ottmar Hitzfeld. Als Trainer, als Mensch, der war alles in einer. Der war nicht nur Trainer bei FC Bayern gewesen, sondern der war mehr als Trainer. Alles klar, super. Vielen Dank, Giovanni. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt.